Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen weiter mit der Kampagne im Adamskleid und gucken mal, was wir jetzt noch nicht gemacht haben. Und zwar leuchten die hier so schön auf. Der letzte Gegner war gar nicht so leicht. Da habe ich schon wirklich gekämpft. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es hier irgendwo. Da ist die erste Folge oder erste Teil. Okay, Arantil, willkommen, lasst uns das Glas auf den Sturz des Königs erheben. Du bist verkleidet. Ein Deck wird dir gestellt. Aha, ich mag's ja gar nicht, mit fremden Decks zu spielen. Null. Aber gut. Ich nehme, was ich kriegen kann. Prinzessin Barynia hat dir eine Verkleidung gegeben. Besiege den Entführer mit ihrem Deck. Ich hab's ja immer gehasst, wenn ich alle meine komplette Rüstung, meine Waffen abgeben musste und mich in irgendeinen feinen Wams, nennt man das Wams, quetschen musste und irgendwelche Missionen machen musste. Und das geht gar nicht, das, was ich mir hart erarbeitet habe, abzugeben. Maskenballreihe. Wenn eine Kreatur in dieser Reihe bewegt wird, gibst du ihr +1/+1. In dieser Reihe bewegt wird. Na, da kenne ich genau das richtige Deck dafür, wenn ich mein eigenes hätte benutzen dürfen. Bewege alle verbündeten Kreaturen. Ich lasse das einfach mal. Okay, links ist der Maskenball. Okay. Am Beginn deines Zuges bewegst du eine zufällige verbündete Kreatur in dieser Reihe. Okay, spiele ich mal die hier, weil dann kann ich den Immerfort Vogt da spielen und der wird einfach da links reingeschoben. Was macht die hier? Beginn hast du bewegst eine verbündete Kreatur in dieser Reihe. Ja, das ist ja dieselbe Karte. Leute, es ist noch... es ist ja wie, als hätte ich was getrunken. Oh Mann. Okay. Immerfort Vogt. Dann wird hier mal bewegt. Nachdem du eine Aktion... Ach ja, stimmt. Dann bekommt er 1/1. Er hält eine zufällige verbündete Kreatur 1/1. Okay. Okay, am Ende meines Zuges wird es bewegt. Machen wir mal so. Wächter, Beschwörung +2/+2, wenn sich in dieser Reihe eine verwundete gegnerische Kreatur befindet. Am Beginn deines Zuges bewegst du eine zufällig verbündete Kreatur in diese Reihe. Ah, nee, ich hab's jetzt falsch gelesen. Oh nein. Ich hab gelesen in dieser Reihe. Dass ich eine Kreatur in dieser Reihe in die andere bewege. Scheiße. Hab schon gewundert. Mist. Mal gucken, ob ich dieses Dilemma noch irgendwie hinkriegen kann. Ich versuch's mal so. Ich meine, hier kann er nicht viel Schaden machen, was er da so tut. Ich denke, ich werde hier mal weiter auf Schaden gehen. Also, solange er da so ein bisschen beschäftigt ist. Ja, gut. Ich möchte ehrlich gesagt die hier loswerden. So. Lasst mich eure Last. Feuerblitz. Den behalte ich erstmal. Dieser Tag ist viel verheißend. So, jetzt können wir wenigstens durch die Werfledermaus ein bisschen Leben generieren. Wir könnten aber auch einen von denen hier töten. Das ist eine gute Frage, was wir jetzt machen. Töten klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Vor
Vor allem den hier. Mit Entzug. Also falls er eine Aktion spielt, bekommt er Entzug. Komm, wir bewegen mal alle unsere verbündeten Kreaturen. Tada! Das hat sich doch gelohnt. So. Okay, gehen wir hier rein. Machen wir das hier. Bam. Bekommen wir wenigstens ein bisschen Leben. Dann töten wir den hier. Gehen hier rein. Und wollen dann einfach hier nochmal ein bisschen Sachen machen. Machen wir so. Zack. Okay. Dünenpirscher. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt. Es lohnt sich sogar, wenn ich jetzt den hier spiele. Ganz klar, der bekommt jetzt einen Buff. Dadurch, dass die Kreatur verwundet ist. Das habe ich natürlich von vornherein geplant. Klar. Und der ballert raus. Beschwörung füge einer gegnerischen Kreatur 2 Schaden zu oder gib einer verbündeten Kreatur +2/+2. Okay, gut. Wir machen das erstmal so hier. Das hier. Okay, die habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Letzter Atemzug, ziehe eine Karte. Okay, verteidigen wir uns einfach mal ein bisschen. Dann ziehen wir auch eine Karte nach. Ich könnte natürlich jetzt auch den Dünenpirscher spielen und dann wird sie rüber geswitcht, bekommt 2-4, hat dann 2-4. Wäre eigentlich auch nicht dumm. Dann halte ich den zwar nicht auf, aber kann die so ein bisschen schützen und die anderen Kreaturen auch ein bisschen beschützen. Und dann machen wir das doch. Der Typ schon wieder. Also der zieht echt gut Karten nach, muss ich sagen. Zieh eine Karte. Wirf anschließend eine Karte ab. Aha. So, opfere eine Kreatur, um eine zufällige Kreatur zu beschwören, die 2 mehr kostet. Okay. Das wäre hier gar nicht so schlecht. Aber das werden wir dann, glaube ich, auf der hier tun. Machen wir es erstmal. Machen wir erstmal sowas hier. Haben wir wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. So, der hier ist gefährlich. Den löschen wir wahrscheinlich erstmal aus. Was auf keinen Fall dumm wäre. Ich gehe rein. Ich gehe rein, auch wenn er jetzt Karten zieht. Guck mal, was wir da bekommen. Der ist jetzt nicht so toll. Aber okay. Besser als gar nichts. So, macht er sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Die heben wir uns noch auf und könnten eine von denen hier töten. Jetzt brennt es aber noch nicht so, deswegen will ich das eigentlich gar nicht opfern. Ich bin eure Augen und Ohren. Okay. Okay, perfekt. Meine Feinde haben mich gut gelehrt. So, Schutzzauber. Beschwörung +1/+1 für jede Aktion in deinem Ablagestapel. Ui, das ist nicht schlecht. Okay. So, da muss er sich dann erstmal durchboxen. Viel zu einfach. Und wir machen mal weiter Schaden. Tanzt mit eurem Tod.
vergeudet meinen Atem. Und Eisstachel. Ah, das habe ich von vornherein so berechnet. Ja, cool, hat doch gut geklappt. Ich finde das nie so gut, wenn du ein Deck einfach so gestellt bekommst. Du weißt nie, was ungefähr da drin ist. Also kannst du auch nicht planen. Ist ja klar. Okay, so, was bekommen wir denn? Ach so, bewege alle für meine Kreaturen. Ja, also, was kann man damit machen? Habe ich jetzt viele Kreaturen links? Sind meine Pläne durchkreuzt. Tötet mich, wenn ihr wollt. Doch der König ist schwach. Unser Tag wird bald kommen. Und dann kann ich die alle nach dem Angriff zum Beispiel in die Schattenreihe wechseln. Es ist gar nicht so schlecht, außer ich kann denen sogar eine Falle stellen. Sagen, okay, ich baue ganz viel jetzt auf der Schattenseite auf, nur als Beispiel. Und er versucht natürlich eine Verteidigung aufzubauen, ist ja ganz klar. Um sich vor meinen Angriffen zu schützen, vor allem bei einem Midrange-Deck oder Aggro-Deck. Und dann switche ich einfach die ganzen Kreaturen nach links und überrasche ihn von der... Wie Hack-Backboard? von der Breitseite kriegt er dann einfach, ne? Und das ist gar nicht so dumm. So. Okay. So, wo kommen wir denn dahin? Castus Thorns Haus. Dem Assassinen anvertrauen oder versuchen, ihn zu töten und den Auftrag selbst abschließen. Spieler zugefügten Schaden wird halbiert. Moment mal. Spielern zugefügter Schaden wird halbiert. Okay. Spielern zugefügter Schaden wird verdoppelt. Töten. Ah, ich weiß genau, welches Deck ich nehme. Der gute alte Zoo Assassin. So, damit können wir nochmal doppelt so viel Schaden machen. Das ist interessant. Nur einer von euch beiden kann diesen Kampf überleben. Du oder der Assassine. Euch beiden zugefügter Schaden wird da verdoppelt. Okay. Das ist schon mal gut. Das kann ich erstmal lassen. Jawohl. Guter Start. Okay. Zum Gruße, Bürger. Was haben wir denn hier? Okay, der macht dann 2 Schaden. Kann uns dann eigentlich relativ egal sein. So, machen wir es mal hier. Ja, das hat sich echt gelohnt, Mann. Das hat sich echt gelohnt. Ich merke schon, ich habe es mit einem richtigen Checker zu tun. Quatsch da. So, Prophezeiung erschlagen. Nimm eine ausgeführte Kreatur auf deine Hand. So leicht ist die nicht zu erschlagen. Okay, ich könnte natürlich jetzt auch nochmal flinker Schlag machen. Kann ihm einfach nochmal Schaden zufügen. Oder ich fessel die. Ich fessel die, dann kann ich wenigstens noch mit der Harpie so ein bisschen angreifen. Nein! Okay, 2-mal flinker Schlag, sehr gut. Das wird dann schon mal heftig. Machen wir es erstmal so. Vielleicht hat der hier auch nochmal einen Zug. Hier regenerieren. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Okay, bam. So, in der nächsten Runde ist er down. Ein gleich flinker Schlag und Blitz und weg ist er. Ah, shit. Okay. Ich
überlege gerade Dünenschmuggler. Die 5, mache ich schon mal 10 Schaden. Aber dann leider nicht genug, ne? Dagegen kommt er noch nicht an. Aber wäre schon mal nicht schlecht. Bam. Schon mal 10 Schaden reingehauen. Und dann hier nochmal eine kleine Verteidigung. Dann wird er einen auf jeden Fall irgendwie da reinbrechen müssen. So, dann kann er den hier nicht so leicht töten. Oh. Geht rein. Kriegt immer mehr Leben. So, das ist gut. Machen wir dann nämlich so. Dann kann ich mit der Harpie reingehen. Und mit dem, ja, mit dem Dünenschmuggler kann ich dann die Sache fertig machen. Jetzt sterbt ihr Nackthaut. Bam. Flinker Schlag. Und wenn jetzt keine Prophezeiung da ist, kann ich noch einmal einen flinker Schlag benutzen und diesen Hiesen auslöschen. So. Tja, so macht man das. Cool. Hat doch gut funktioniert. Bisher noch kein Lose. Das wäre auch echt schlimm, ganz ehrlich, in der Kampagne einmal zu verlieren. Okay, Bruderschaft schlechter. Prophezeiung erschlagen, indem einen ausgeführten Auftrag auf deine Hand. Ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit diesen ausgeführten Aufträgen. Leider noch nicht. Hab die Kampagne auch noch nicht gemacht. Hab die Karten noch nicht so ergattern können. Beim Durchsuchen des Hauses des toten Assassinen fand der Held einen Vertrag. Das Ziel war Markham Falkenbruch. Ein korrupter Hauptmann des Ordens der Stunde. Er befand sich in den Unterkünften. Oder im Tempel von Akatosh. Oder? Also noch langsamer kann man noch nicht vorlesen, was? Hab mit den ganzen Sachen halt noch nicht mich so viel auseinandergesetzt, aber das kommt jetzt in den nächsten Tagen, Wochen. Und dann werde ich wieder komplett auf den alten Stand sein, hoffentlich. Okay, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß gehabt, so ein bisschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, ich würde mich mega freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer LineTube.